So, jetzt sind hier noch die beiden Uhren. Und ich glaube, Marco hat mir gesagt, wir hätten insgesamt nur noch drei Uhren. Oder drei Uhren wurden nur gemacht. Hier habt ihr dann Opel GT 1900 und dann diagonal nur fliegende Schöner. Und er hat Schnellen seine Unterschrift. Und wenn da welche Fragen jetzt Fragen stellen sollten, wieso er hat Schnellen, bla bla bla. Das kann ich euch auch schnell einfach erklären. Wir haben den Erd mal vor Jahren gefragt, ob wir seine Unterschrift nutzen dürfen für, ich sag mal, wir hatten mal vor, das in Lenkräder rein zu gravieren, etc. bla bla bla, weil mit dem Edding ist das ja in 3 Tagen wieder ab. Und da hat er uns dann erlaubt, für solche Sachen oder solche Spiegelgeschichten, da waren wir da schon mit an Überlegen, wir sowas machen, könnten wir das machen, dürfen wir das machen. Also wisst ihr deswegen Bescheid. Ja, hier vorne sind die jetzt, die auf Batterie laufen mit Fernbedienung. Ich habe den jetzt hier mal einfach auf Blinken gestellt in verschiedenen Farben. Die Farben könnt ihr euch einstellen, welche ihr haben wollt, dass die Farbe stehen bleibt oder die Farbe leicht einschmilzt. Ich kann mal hier eben einmal schnell drauf drücken. Hier sieht er jetzt hier oder der untere. Na, er will nicht. Komm, Schätze, mach. Aber jetzt hier. Ah, jetzt bleibt er hier auf. Ah, jetzt bleibt er stehen. Ich drücke hier auf den verkehrten Knopf, ist dunkel hier. Und hier habe ich. Ah, jetzt blinkt der. Und hier habe ich. Ah, jetzt schmilzt er. So, jetzt könnt ihr das sehen, dass der jetzt orange, gelb, grün, blau, lila, was auch immer das für Farben sind. Das könnt ihr euch so einstellen, wie ihr das wollt. Wir haben die zur Corona-Zeit gemacht, also vor mindestens 2 Jahren haben wir die mal gemacht. Und da hatten wir dann so eine glorreiche Idee mal wieder, sollen wir mal sowas bauen, experimentieren, machen, tun. Haben wir dann auch gemacht. Und ja, wisst auf jeden Fall Bescheid. Die hinteren, wie gesagt, ich habe sie jetzt alle auf Rot stehen gelassen. Die sind mit Netzteil und Fernbedienung. Die vorderen vier hier laufen auf Batterie mit Fernbedienung. Und die unteren hier laufen auch auf Batterien mit Fernbedienung. Dann haben wir noch ein paar Schlüsselanhänger. Marco, holst du mal eben die Schlüsselanhänger da oben? Also auch nichts Wildes. Und dann mache ich mal das Licht an, da könnt ihr besser sehen. Ich lege es mal einfach hier mit drauf. Ich mache eben dunkel. Ne, ich mache mal Licht an hier. Mache mal Licht an. Und dann, Ich weiß gar nicht, ob du das so siehst. ja, da kann man wohl was sehen. Auf jeden Fall sind das super schöne Dinger natürlich. Sind so circa 20 bei 30 Zentimeter. Die unteren sind so gute 20 bei 20, so gute. Hier für den neutralen Opel-Fahrer einfach. Und, nee, legst du einfach hier drauf. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Legst du einfach da drauf. Einfach da auf die Decke drauflegen. Moment. Und hier so ein paar Mannekes hier. Die haben wir auch mal gemacht. Schlüsselanhänger. Da habe ich sie schön drauf. Plexiglas. Und da sind noch ein paar von da, so über den Daumen gepeilt, so 20 Stück. Kosten nicht die Welt. Wenn ihr sowas haben wollt, sagt uns einfach Bescheid, schickt uns eine E-Mail, ruft uns an und dann kommen wir da garantiert klar. Also wird auch alles hier nicht die Welt kosten. Wir haben einfach nur Spaß dran, sowas zu machen, dass Leute sowas da haben. Und das sind jetzt keine typischen Sachen, die tausendmal gibt, wie so ein Modellauto. Das schenke ich meinem Freund oder meinem Schatz zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder wie auch immer, zu welchem Anlass. Ein Modellauto, ja, da hat man ja schon 3000 Stück von und ist immer das Gleiche. Dieses ist was ganz Besonderes hier. Sind auch die einzigsten, die da sind. Gibt keine mehr. Und die sind persönlich von Marco und mir gebaut worden. Also ist schon was Besonderes und es gibt wirklich nur diese paar hier. Ich glaube, wir haben insgesamt 12 von den Spiegeln, 3 Uhren und 8 von diesen Glasfiguren.
für auf den Schreibtisch oder für eine Vitrine oder wo auch immer. Ihr wisst Bescheid, meldet euch, wenn ihr das haben möchtet oder wie auch immer. Meldet euch. Jo, tschüss.